So, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Souls. Und wir werden nicht erfahren, was das Ding da vor uns ist. Tschüss. Yay! Weg davon! Ich meine... Ja, sagt, was ihr wollt. Ich habe es angekündigt. Nennen wir sie Herbert. Oh Gott. Sobald wir einen Namen geben, ist es nur so halb so gefährlich. Was ist? Willst du nicht hochgehen? Nein, nein. Komm so. Was ist meine? Nein. Was? Er ist da rüber gesprungen? Was tut er da? Warum springt er nicht einfach rüber? Ja, was? Abgrund? Mutiger Typ. Mach das nochmal. Er ist ein Naturtalent. Ich glaube, wir sollten den Zirkus mit ihm auftreten. Oh, das war's mit ihm. Aber er lebt noch. Wo geht er hin? Jo, was? Ja, das war geplant. Ja, sicher. Ja, was sonst? Den Typen da unten ignorieren wir einfach. Herbert? Nein, nicht Herbert. Nein, nein, nicht Herbert. Den anderen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Oder ist er? Ich sag dir, den Typ da unten ignorieren wird, den machen wir einfach kalt. Gut. Langsam, aber das sicher voran. Ist Herbert unter uns? Keine Ahnung. Wo ist Herbert? Wenn Herbert unter uns ist, würde ich einen Sprungangriff machen und töten. In der Hoffnung, ich kann ihn töten. Ich hab kurz das können versuchen. Ich weiß es nicht, ob der Sprungangriff möglich ist. Mal im Ernst, wie haben die Leute das gebaut? Und wie viele sind dabei gestorben? Hier ist gerade das. Ja, schlau! So. Du gehst wieder runter. Und zwar ganz. Moment, lass mich das kurz berichtigen. Ganz runter, mein Freund. Ganz runter. Hier! Ich glaube übrigens, dass du jetzt genau da bist, über diesen Loch vom Anfang. Wenn du Standstatt aufgemacht hast. Da ist Herbert! Herberts Hinterteil! Oh, mitten rein. Also, jetzt. Also. Oh, Herberts Schwachstelle. Also, ich würde behaupten, Sprunggriff wäre wahrscheinlich möglich gewesen und hätte ihn wahrscheinlich sogar gekillt. Also mit dem Schwert zumindest. Willst du wissen, was diese Pyromantie macht? War das gerade ein Item? Hm. Du musst zu die Blätter. So eine Pyromantie. Innere Kraft. Ja, innere Kraft ist gut. Okay, was macht sie? Ah, kannst du weitergehen. Innere Kraft ist ziemlich cool. Du musst, wenn du die einsetzt, verlierst du ganz langsam auf eine bestimmte Zeit deine Leben. Dafür machst du aber, ich glaube, doppelten Schaden. Yo. Innere Kraft ist stark. Ist halt auch riskant. Ich würde kurz sagen, das ist sau riskant, aber wahrscheinlich auch absolut wert. Ich glaube, du verlierst, wenn ich es genau. Ich glaube, du verlierst genau einmal deinen kompletten Balken. Oder einen Halbbalken. Irgendwie sowas, was. Immer verlierst du Leben. Lass mich mit am Leben? Nein. Danke. Ich hatte doch gar keine Lust, ein Estus zu trinken. Nein, nein, Spiel. Also ich wollte. Als ich auf Estus trinken gedrückt habe, dachte ich mir eigentlich so, ja, nee, eigentlich nicht. Also von daher, ja, danke, dass ich nicht musste. Besten einfach, ob jetzt noch wird. Noch ein Jauche-Küchlein. Ach, zu Küchlein sagst du nichts, ne? Aber zu einem Brötchen, ne? Da meckerst du rüber.
Es ist okay. Ich meine, meistens ist ein Küchlein wirklich sowas wie ein kleiner Kuchen. Hm? Zauberei. Magie. Oh hey, eine Nebelwand. La 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 la. Gehen wir doch zur Nebelwand. Um 7880 Seelen darin zu verlieren. Herr Bosskampf? Richtig. Versuch's mit unten. Oh, nein! Traust du dich? Ist es das wert? Wo komme ich hoch? Da geht's hier irgendwo hoch. Ich weiß auch nicht, ob du. Das ist möglich, denke ich. Oh, es ist sowas unmöglich. Oh, hey, eine Peitsche. Oh nein, du bist. Oh nein. Sind noch weiter runter? Ich glaube, ich muss, oder? Ja, sieht so aus. Ja, da viel Spaß. Oh Gott. Geheimnis? Nein. Da werde ich nicht rüber gehen. Wo bin ich hier? Ich wollte doch unten irgendwo eine Glocke klingeln lassen. Läuten lassen. Na, irgendwo unten. Genau, ich also bin? Ich bin unten, also. Oh, fuck! Warte, was? Oh, die Dinger. Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Will ich es erfahren? Widerlich aus. Okay, das Ding hat nach wesentlich mehr Schaden ausgesehen. Oh, der Kopf, siehst du den Kopf? Iiii! Uah. Oh, iiii. Oh, lass weg. Mich, oh, lass mich bitte los. Oh, danke. Oh nein! Was denn? Da ist noch mehr. Du wolltest ja zum Schleichweg. Ich wollte nicht den Schleichweg. Ich hab keine Estus mehr. Oh, oh stimmt. Das ist gar nicht aufgefallen. Ich kann fliegen, siehst du das? Oh, das ist schon eine ganz gute Taktik. Okay. Puh. Ja, weil das so Roller angreifen, bin ich glaube ich ein Ticken schneller, als wenn ich... Das kann sein. Keine Ahnung. Ich spiele nicht mit so langsamen Waffen. Doch. Ich bin ein Freund von so langsamen Waffen. Was ist hier? Oh Gott, nein. Da unten. Oh, so ein spaßiges Gebiet. Habe ich nicht recht. Du hast vollkommen recht. Muss ich trotzdem weitergehen? Ja. Na, ja, schade. Oh Gott. Oh Gott. Glück. Das war so knapp. Das war wirklich knapp. Oh Gott. Wie habe ich 8600 Seelen zusammengekriegt? Viel Erfolg. Stück. Na, danke. Für Stück. Lalalala, die sehe ich gar nicht. Ich hoffe, du magst Insekten. Ein Falchion. Falchion. Falchion? Falchion. Okay. Keine Ahnung, was ausspricht. Oh, fuck! Oh, das ist scheiße gefährlich. Meinst du? Ich glaube, ja. Oh, es juckt mir überall. Warum? Oh, ich hasse solche Viecher. Gibt's hier irgendwie irgendeine Leiter, wo ich mal hochkomme? Nein. Du musst sowieso runter, oder nicht? Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, die hängen fest. Oh nein, 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 nein! Tschüss. Hey, du lebst! Nein, nein, oh, nein, nein. Gut. Lebte, Bertie. Lebte. Du hättest zuschlagen sollen. Hab ich. Also ich hab's versucht. Oh. Oh. Du bist erst gerollt. Ja. Und dann dachte ich mir, nee, zuschlagen wäre eigentlich besser. Und dann bin ich gerollt und wollte zuschlagen und ja.
Gut, also. Ich hoffe, du wärst. Ich hoffe, du weißt den Weg noch. Ja, ist eigentlich auch nicht so schwer gewesen. Wirklich? Also, mit dem Weg zu merken. Okay. Aber meine 8000 Seelen sind trotzdem weg. Ja, das war keine gute Taktik. Nein. Die Hundis sind auch echt scheiße. Hundi. Oh. Ich hasse Hunde. Na gut. Naja, wie viel Seelen habe ich bis jetzt in dem One verloren? 50.000 oder so? Ich glaube, so viel sind es vielleicht schon. Lass die Scheiße! Ja, wir hatten vorher für dich. Ja. Du bist kein Drache. Ja, Drache, Wache. Ja. Nein, Hund der Wache. Hund der Wache. Oh, natürlich. Was? Kommt denn noch einer? Den habe ich völlig vergessen, dass da noch einer kam. Weißt du, dass das eigentlich hier gleich ein Typ nochmal schießen müsste, aber irgendwie schießt er nicht mehr. Welcher Typ? So ein Schützentyp wie. Oder schoss der jetzt ab hier? Es kann sein, dass sie nicht mehr spawnen. Oh. Dabei habe ich ihn doch noch gar nicht 50 Mal getötet. Und sie 10. Ich wäre aber für 50. Ja. Ich eigentlich auch. Also 10 Mal wäre halt echt. Das ist easy. Das war dämlich. Jo, was? Das ist getroffen? Das war eine gute Rolle. Was ist da gerade passiert? Noch einer. Was ist da gerade passiert gewesen? Nicht fragen, einfach weitergehen. Oh, richtig. Also mit denen hast du es raus. Hatte ich nicht. Ich habe vergessen, dass er zwei Schläge raus, also noch einen Schlag danach raushält. Gib mir die Keule. Ja, ich habe gerade echt kurzzeitig gedacht, oh ja, der ist hin. Weil er auch nur noch so einen ganz minimalen Fitzel Leben hat. Gut, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass dahinter kein Bosskampf ist. Nicht? Haben wir das geklärt gehabt? Schau doch nach. Ja, ich habe eh unten keine Seelen mehr. Ja, ist Postkampf. Also gleich. Es ist einfach der gleiche Weg, ne? Das glaube ich führt zum gleichen Weg, zumindest. Also ich werde mir gleich sehen, denke ich. Aber du bist doch nicht rausgekommen. Ja! Es führt zum gleichen Weg. Also da wir geklärt hatten, dass diese Insektenviecher echt eklig sind und nicht respawnen. Genau. Weil die echt schwere Gegner sind. Ja. Die spawnen definitiv nicht wieder. Ich meine, das wäre auch echt, also wenn solche Gegner respawnen würden, also die waren echt schwer. Ja. Das ist ja einfach nur unfair vom Spiel her. So ein vertikales Labyrinth sieht man auch nicht oft, oder? War das vertikal? Oder horizontal? Vertikal. Na gut. Den beiden Wörtern habe ich immer ein Problem. Oh. Was? Warte, wo war es jetzt? Hast du gerade in dich reingeguckt? Nein. Doch, in mich. Ich dachte gerade, das wäre das Vieh von ihm quasi. Oh fuck! Fuck! Was? Du hast echt Panik vor den Viechern. Alter!
Sie können fliegen, Matty. Sie können fliegen. Ja, und die sind Insekten. Und sie sind Insekten. Und wahrscheinlich scheiße gefährlich. Sie können durch das Holz fliegen. Ich merk's. Ich weiß nicht, warum sie es können, aber sie können's. So, wo ging's denn weiter nach unten? Also unten, Domi, unten ist leicht. Du meinst, hochkommen ist schwerer? Ja. Runter kommen sie alle. Da bist du zum Beispiel im letzten Mal runter. Das ist korrekt. Oh, da bei der Fackel. Als ob du die Leiter schon übersehen hast. Ich habe keine Ahnung von den Gebieten und die Leiter gesehen. Da ist noch hier. Oh mein Gott. Bei meinem ersten Mal war ich 5 und habe die Leiter nicht übersehen. Ja, ich habe das Spiel das erste Mal auch mit gar nicht gespielt. Oh Gott. Das war Schaden. Aber hey, Domi, eine gute Nachricht, der Boden kommt näher. Ja, aber wahrscheinlich ist der Boden Lava. Gift, ja, der Boden. Giftseuche wahrscheinlich. Ja, was? Das war ein Sprung, ey. Gut, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass im Boden Giftseuche ist. Und ich wahrscheinlich nach 2 Sekunden da drinnen sterben werde. Du gehst vor. Oh fuck! Du denkst, die Gegner, die hier leben, können in dem Boden nicht überleben. Darf ich kurz anmerken, wie viel Recht ich damit hatte, dass der Boden einfach Giftseuche ist? Ja, es ist ein vergifteter Sumpf. Nicht schön. Oh, einmal kurz ein bisschen Abstand zu den Gegnern, danke. War das hier? Was auch immer. Der Sprung ist super seltsam. Was auch immer. Na, Kuro, bist du wieder da? Gut. Hätte ich jetzt nur irgendeine Möglichkeit, Giftschaden zu verringern? Zum Beispiel mit dem Ring? Zum Beispiel mit dem Ring. Hey, geh doch zurück. Oh. Ah, richtig. Du hattest das erwähnt. Wir wollten nicht mehr darüber reden, dass wir Menschen getötet haben. Du, Domi, du. Ja, aber auf deine, Du, Domi. Auf deinen Befehl. Du, Domi. Muss ich da echt durchlaufen? Du. Yep. Ich hab keine Estus mehr. Tja. Dann heißt es wohl sehr schnell, das Bonfire zu finden. Warum ist hier eigentlich schon wieder alles Mögliche drin? Was bringt das eigentlich? Ah, okay. Du kannst dich damit selbst vergiften. Hey, das wäre doch was. Jetzt ist die Frage, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Keine Ahnung. Okay, da sind irgendwelche Gegner. Versuch's mit Tränen. Was? Ich halte es nicht aus. Hier! Was? Ich kann mir da aussuchen, was ich haben möchte, ne? Ja, hier ist was. Und zwar eine kaputte Mauer. Ah, die kaputte Mauer. Naja. Brauchst du Trost. Tommy, brauchst du Trost? Ja. Oh, fuck! Ein Wurmi! Sieht mehr so aus wie so ein Egel. Es ist ein Egel. Ein Egel, der Schaden macht. Ich sehe. Oh, nur 100. Und er rollt!
Keep rolling, rolling. Lass, keep rolling, rolling. Ah, hier ist nichts. Okay, Bertie. Tommy. Glaubst du, du findest das nächste Bonfire? Entweder da hoch oder da hinten. Wenn du meinst. Such dir einen Weg aus. Ah, was macht schon wieder dieser Hund? Da sind Wurmis. Ekel. Freust du dich schon, wenn du stirbst und den Weg nochmal gehen darfst? Ich werde ja nicht sterben. Nein. Ich weiß nicht, was du versuchst, aber... Oh Gott, was war das? So, Bertie, zu deiner Frage, das war mein Hund, der gerade einen Chinchilla gerettet hat oder zerfleischen wollte. Wir sind uns nicht sicher. Oh mein Gott, es ist jetzt bestimmt... Wir haben 10 Minuten lang den Chinchilla eingefangen. Nee, nicht so lang. Nicht ganz so lang. Aber gefühlt war es ewig. Glaube ich dir. Na gut, machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Genau, du wolltest sterben. Genau, ich wollte sterben. Ja, das klappt bei den anderen nicht. Klar, wenn ich das von der anderen Seite mache. Na, ja, dann versuch's. Maxi, worauf starrst du da? Warum nehme ich überhaupt noch auf? Ich könnte einfach pausieren. Also, Aufnahme stoppen. Rennen noch darüber und wenn das schief läuft, dann stoppe ich die Aufnahme. Wie weit sind wir denn? 20 Minuten. Ah, okay. Wurmis sind auf dem Weg. Und die gehen wieder zu dir. Und sie wollen dann doch wieder weg. Und sie kommen dann doch wieder. Oder auch nicht. Die sind nur... Oh mein Gott, ich hab mich völlig falsch entschieden. Ein Plankenschild. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und was in dieser Schatzkiste ist, erfahren wir beim nächsten Mal. Bei Dark Souls. Bis dahin. Ciao. Tschüss.